Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online in Forlach. Mit dabei natürlich wieder euer lieber Gildalis. Und wir haben ja gestern noch die Aufgaben bekommen, die Schneehaufen hier zu beseitigen. Sozusagen eine kleine Projektaufgabe für die Weisen. Und diese suche ich jetzt natürlich auch mal in Ruhe. Und dann wollen wir doch mal schauen, wo wir die finden. Die Namen sind eingeblendet, dementsprechend müsste ich die Schneehaufen sehen. Und ich hoffe mal, dass die Schneehaufen nicht nur hier außerhalb der Verteidigungsanlagen sind, sondern auch irgendwie drin. Ah, okay, über die Palisade komme ich gar nicht. Wir gucken uns das mal kurz an. Laut Map soll das alles in dieser Gegend sein. Dann wollen wir doch mal einfach mal gucken, wo wir die Schneehaufen hier anfinden können. Ihr merkt es vielleicht, meine Stimme ist gerade ein bisschen angeschlagen, ein bisschen kratzig. Anders gesagt, ich werde schon wieder krank. Also, das ist nicht unbedingt so feierlich, vor allem nicht, wenn man Let's Play-Aufnahmen machen möchte. Aber ich werde es so weit wie möglich durchziehen, Schnief, denn ich bin ein... Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster raus, denn ich bin ein edler Elb, der nicht krank wird. Wir haben eine Immunität gegen Krankheiten, eine natürliche... Und dementsprechend gucken wir einfach mal. Oder sind die Schneeverwehungen... Ah, die Schneeverwehungen sind innerhalb an den Häusern. Auf dass die Leute wieder in ihre Häuser reinkommen, beziehungsweise in diesem Fall die Hennen und Hühner in ihren Stall. So, 4 Stück erwischt. Dann fehlen noch 2 und die sind hier vorne. Da finde ich die Markierung jetzt aber ein bisschen komisch. Dass der Kreis so riesengroß drum gesetzt war, dass man denkt, die Schneeverwehungen sind draußen. Aber egal. Es ist erledigt. Wir können uns bei Kutema melden. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Und als nächstes müssen wir Zaunpfähle sammeln. Zaunpfähle. Okay. Ich reite erstmal im Dörfchen rum. Oh, leichte Lags, aber das kenne ich ja inzwischen. Die Performance von Herr der Ringe ist halt nicht mehr unbedingt so das Genialste. Ah, hier. Zaunfall. Groß und breit ist er ja da. Wir machen einfach mal die Namen wieder an. Vielleicht sehen wir dann die Zaunpfähle besser. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Zaunpfähle vielleicht draußen sein könnten. Ui, also jetzt habe ich gerade eben aber wirklich so leichte... Latenzprobleme. Ja, draußen auch in der freien Steppe merkt man das nicht allzu stark, aber hier in der Stadt könnte man das doch schon merken. Ah, sehr nah an. Der ist auch wieder respawned. Nee. Tatsache, die liegen jetzt auch hier wieder kreuz und quer. Einmal Schnee, einmal weiß. Briefkasten. Sind die Zaunpfähle auch hier draußen? Lasst uns mal eben kurz gucken. Vielleicht könnten sie ja bei den Barrikaden liegen. Aber ich glaube nicht. Ich suche jetzt auch nicht großartig hier draußen nach, weil ich genau wieder weiß, dass die Dinger nur drin liegen. So vermute ich es zumindest. Also wie gesagt, 3 haben wir. Dann fehlen jetzt noch 3. Da hinten sich noch ein. Also dass die Namen angezeigt werden, ist schon echt Gold wert. Ah, 2 Zaunpfähle sitzen also auf dem Dach. Und dann fehlt uns jetzt nur noch eine. Und der ist uns sogar gekennzeichnet. Der liegt hier an dem Dach. Ich vermute mal, dass wir als nächstes damit irgendeinen Zaun wieder aufbauen dürfen. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. Oder auch nicht. Wir haben die Beschäftigung der Weisen damit auch beendet. Und dann heißt es für uns, wir haben noch 3 Aufgaben übrig. Eigentlich sogar 4. Aber für uns heißt das jetzt erstmal zurück. Beziehungsweise runter zum Friedhof und auf die einzelnen Gräber, die Waffen, die Helme und die Schilde gelegt. Ja, erstmal so kurz das Zeitchen darüber nachdenken, wobei da ist auch noch eine Aufgabe drin. Könnte das das Tagesquestbrett sein? Lasst mich mal eben schnell gucken. Nee, das ist nicht das Tagesbretthaus. Also, das ist nicht die Taverne. Was hat sie jetzt für uns? Zeit zur Besinnung. Okay, die können wir auch abschließen.
Ich fürchte, was derzeit in diesen Landen vorgeht. Findet Tamos Hof in der Nähe von Vorlach. Das sollten wir auch hinkriegen. Vor allem, ich glaube, da waren wir sogar schon mal. Ich rufe mal eben kurz die Karte auf. Guck mal eben ganz kurz. Ja, da waren wir auch schon. Und da werden wir jetzt die nächsten Aufgaben haben. Da freue ich mich schon mal richtig drauf. Aber für uns heißt es jetzt erstmal mit dem Kriegsross. Wir sind immerhin in der Brache. Das heißt, hier können wir mit dem Kriegsross reiten. Unseren Wolf an die Seite gerufen. Zum Friedhof runter. So. Oh, gibt's eine neue Tat? Tat verliehen? Ah, geliebt und verloren. Die einzelnen Gräber. Okay. Also, ich werde jetzt hier definitiv die Geschichten einige Sekunden offen lassen, weil ich bin immer der Meinung, dass sowas sehr schön zu der Story mit durchpasst. Und dann solltet ihr euch die Geschichten einfach mal in Ruhe mit durchlesen. Ich werde es nachher auch nochmal tun, wenn wir hier soweit durch sind. Denn ich bin der Meinung, das ist halt mit ein schöner Grundsatz zu den Geschichten zu Herr der Ringe. Von 37 Jahren hinterlässt seine Frau und ihren gemeinsamen Sohn. Schön. Aber jetzt gibt es erstmal noch das Schwert. Ist eine eigenständige Aufgabe, die können wir auch so abgeben. Weiter geht's. Türmsgrab. Türmrotbart, Neffe von Garwick und ein Held für die Völker der Widdermark. Irgendwie schön. Und vor allem nicht so protzig. Nicht wie unten bei den Pferdeherren mit den Hügelgräbern. Sondern einfach nur schlichte Steingräber. Und wir bekommen sogar am Ende als Belohnung 5 Punkte, 5 Münzen, einen Titel, Leitsucher und wir bekommen sogar Einführung. Okay, das nehmen wir natürlich gerne mit. Und zum Schluss haben wir hier natürlich auch noch das letzte Grab. Da müssen wir, glaube ich, den Helm drauf ablegen. Und damit sind wir auch fertig. Wieder aufgestiegen, also unsere legendären Waffen. Wir gucken mal eben ganz kurz, was haben wir jetzt noch an Aufgaben? Ja, die nächste Aufgabe ist tatsächlich, wir müssen zu den Höfen. Dann wollen wir uns gleich mal in die Richtung mit aufmachen. Und da geht es dann mit automatischen Aufgaben wahrscheinlich weiter, die wir dann vor Ort kriegen. Ich vermute mal, sucht die verlorenen Bauern, beseitigt Orks, beseitigt Waage, halt wahrscheinlich solche Aufgaben. Ihr hört schwache Hilferufe, die ganz aus der Nähe kommen. Macht euch auf die Suche. Nach den Überlebenden. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Wagreiter. Oh, Überlebende. Ah, würde ich sagen,
machen wir doch eine kleine Überraschung. Add mir an unsere Seite. Zeit zum Antanken und dann gleich den Blitzschlag. Wenn, dann machen wir es gleich richtig. Damit das Aas relativ zügig von seinem Wag runterkommt. Er kommt ja relativ zeitnah wieder hin. Und das war's. Und wir haben den ersten Überlebenden. Es sind hoffnungslos. Habt vielen Dank. Findet die Überlebenden auf Türmishof. 1 von 3. Und ihr seht schon, hier haben wir wieder verschnörkelte Truhen. Das heißt, ich kann hier wieder ein bisschen was für mein Handwerk machen. Und das nicht zu knapp. Aber das Handwerk ist mir jetzt eigentlich in erster Hinsicht etwas egal. Oh, da ist sogar eine Schwere dabei. Das ist mir natürlich nicht egal. Aber wir müssen hier nach unserem Überleben suchen. Und da ist der Nächste. Und da würde ich mal sagen, gesagt, getan. Es ist Zeit für Edmi mal wieder ein bisschen Zahnarbeit zu erledigen. Und ihr wisst ja, Reiter, ich mag diese absolut nicht. Es sei natürlich, sie sind so nett und reiten die ganze Zeit um uns rum und greifen uns nicht an. Das finde ich schon wieder gut. Ich weiß nicht, ob wir diesen und so haben wir auf den Höfen der Brachen den zweiten Überlebenden gefunden. Und der dritte wird wahrscheinlich etwas weiter hier... Oh, der wird da hinten sein, okay. Dieses feine Lootbündel nehmen wir natürlich auch noch schön mit, denn da haben wir wieder einige interessante Sachen drin, die wir verarbeiten können. Aber da hinten, bei der letzten Truhe, ist auch der letzte Wagreiter. Edmi wird sich gleich darüber freuen. Ich bereite schon mal den Blitzschlag vor. Kurze Antankzeit für Edmi, dann der Blitzschlag, gefolgt von rissiger Erde und Licht der aufsteigenden Dämmerung. Aber wie gesagt, leider können wir die gerittenen Gegner leider nicht abmounten. Das finde ich relativ ätzend. Oh, jetzt habe ich hier die Aggro. Na komm her. Stabschlag. Na komm. Und tschüss. Die nächste verschnörkelte Truhe looten und dann mit dem Überlebenden sprechen. Es sind hoffnungslos verzweifelte Zeiten für die Rohirrim. Komisch, der war gerade noch nicht da. So, die Überlebenden sind hier. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. Und wir können die Höfe der Brachen beenden. So, schön mit der Scheune rein. Das wird ein schöner Screenshot. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Was haben wir denn hier noch? Findet Malov auf dem Hof von Garsing. Okay, die Suche nach Garsings Hof. Und das andere Blast auf der Straße südlich von Tyrons Hof ins Horn. Gut, wir reiten als allererstes direkt in den letzten Hof hin, wo auch die Kampfgruppe ihr Unwesen treibt. Und wenn ich mich recht erinnere, war das eine berittene Kampfgruppe für 2 bis 3 Leute, also eine kleine Gefährtenkampfgruppe. Und ja, ihr kennt meine Einstellung zu den Kampfgruppen, ich meide sie eigentlich. Vor allem die großen Berittenen, weil die können einem immer ganz schön schnell in den Rücken fallen, von der Seite kommen. Oder in unserem Fall, die Pets können unsere Aggro mit auf sie setzen und das ist nicht so schön. Ah, der Hof ist abgebrannt. Wir laufen hier mal das kleine Stückchen. Wie gehabt, wir haben hier wieder Reliktkisten, die wir natürlich plündern werden. Warum sollten wir es beispielsweise nicht? Und da haben wir ihn. Er ist erschlagen worden.
Also hier können wir keine Hilfe mehr gewährleisten. Ah, Wackler. Wow, hier sind aber ein paar mehr jetzt. Oh nein, sind wir in die Kampfgruppe geraten? Aua. Weg, 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 weg. Bloß weg hier. Aua, 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 aua. Tun die weh, tun die weh, tun die weh. Und bei ein bisschen Distanz gewinnen. Und unsere Wunden mal ganz kurz versorgen. Eine tolle Hit-and-Run-Taktik, die ich hier fahre. Kann bloß sein, dass die auch nach hinten losgeht. Aber das sollten wir überleben. Komm her. Messerwurf und Tschüss. So, schätzt die Verletzungen von Manfred ein. Okay. Das sollten wir jetzt wohl schaffen, nachdem wir hier die Reiterei besiegt haben. Beziehungsweise, Moment. Im Überlaufbeutel habe ich auch nicht. Ach, hier ist noch ein Bündel. Wieso komme ich jetzt nicht weiter in der Quest? Wir haben die Reiterei besiegt. Die liegt oben tot am Hang. Schätzt die Verletzungen von ihm ein. Aber er ist auch nicht zum Anklicken da. Ja, was machen wir jetzt? Das ist natürlich jetzt für mich ein kleines Kopfzerbrechen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen soll. Wir können ihn nicht anklicken. Das Einzige, was wir machen können, ist nochmal zum Hof zurückreiten. Oder hatte einer der Wagreiter hier oben? Was liegt hier oben toter Wag rum? Eigentlich nicht. Okay, wir reiten nochmal zum Hof zurück. Und zur Not breche ich die Aufgabe nochmal ab und mache sie nochmal neu. Als Alternative. Aber wenigstens ist uns die Kampfgruppe nicht in die Flanke gefallen. Oder war das die Kampfgruppe? Hätte auch die Kampfgruppe sein können. Da habe ich jetzt nämlich gar nicht drauf geachtet.
So, wir sollen ja hier vorne an der Wegkreuzung einmal ins Horn blasen. Das sollen wir wohl hinkriegen. Okay, wir müssen ihn mit zum Hof nehmen. Vielleicht ist das die Rätselslösung, dass er dabei sein muss. Wir versuchen es einfach mal. Und da unten sehen wir uns auch gleich wieder die neue Kampfgruppe. Deswegen gehe ich mal von aus, dass er mit dabei sein muss. Man sollte vielleicht erstmal die Questtexte lesen, bevor man sich hier irgendwelche Spekulationen macht. So, der Hof liegt wieder vor uns. Die Gefahr ist ja glücklicherweise schon gebannt. Ja, ja, rühr du hier rum. Ich bleib jetzt hier und aus. So, wir bringen ihn mal hier zu seinem Kameraden. Wo müssen wir mit ihm hin? Müssen wir hier vorne zum Eingang mit ihm? Lasst mich mal gucken. Müsst ihr eigentlich gleich irgendwas aufpoppen? Es wundert mich, dass das jetzt gerade absolut nicht hinhaut. Ihr seht mich gerade ratlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Okay, Problem gelöst. Wir müssen zum anderen Hof. Und da treibt sich leider auch eine Kampfgruppe rum. Wir müssen nämlich hier hin. Das war jetzt gerade eben durch den Balken verdeckt. Aber das sollte kein Problem sein. Ist eine Solo-Kampfgruppe. Mehrere Waage. Den versuchen wir uns zu holen. So, die Kampfgruppe ist am Ende. Aber ich sag's mal vorsichtig so, die hat uns trotzdem ganz gut zugesetzt. Aber wir nehmen die Belohnung natürlich gerne mit, wenn unser Inventar nicht gerade überfüllt wäre. Die Umhänge können raus. Das sollte eigentlich schon reichen. Ja, es reicht. Gut, wir suchen den restlichen Hof. Und er liegt auch direkt vor uns. Und das Schöne ist, die Kampfgruppe wird uns nicht dazwischen funken.
Hey, mal ein Wag, der einen nicht angreift. Es muss für den Wag aber auch ziemlich übel sein. So eine Rüstung zu tragen mit dem Fell. Oder ist das wieder eine Gewöhnungssache? Ich hasse diese nervigen Wagreiter. Gut, wir haben jetzt hier unsere erste Aufgabe beendet. Und die andere werde ich nochmal abbrechen und nochmal hinreiten. Vielleicht habe ich da einen kleinen Fehler mitgemacht. Das Problem wird aber jetzt sein, wenn ich die Aufgabe abbreche, dann werde ich wahrscheinlich 5 Minuten warten müssen, weil das ist die normale Aufnahmezeit, die wir brauchen, bevor die Aufgabe wieder neu verfügbar ist. Wir haben jetzt noch 2 Höfe hier unten vor uns. Und dann wollen wir doch mal gucken, wo uns dann die nächsten Aufgaben hinführen werden. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. Ja, 5 Minuten müssen wir warten. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir die Folge ein paar Minuten kürzer halten. Ich sammle in der Zeit noch mal ein paar Vorräte hier ein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abonnement, ich würde mich drüber freuen. Schaut auch morgen wieder rein, wenn es wieder heißt Herr der Ringe mit eurem lieben Schattenwolf. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss!